Ja, vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Da sehen wir doch in der Teilnehmerliste, dass da einige noch zusammengekommen sind. Wieso, dass das so sind und wie sich diese Gruppen jetzt zusammensetzen, werde ich gleich noch kurz verraten. Dann würde ich gerne starten mit dem Workshop zu interaktiven Lehrinhalten, die man spielerisch gestalten kann mit H5P. Vielleicht ganz kurz, bevor wir einsteigen mit den unterschiedlichen Workshops-Phasen, ein Überblick, wie wir das konzipiert haben für heute. Der Workshop setzt sich grundsätzlich aus drei Teilen zusammen. Zuerst eine kurze Einführung in die Thematik und eine Vorstellung von Tool H5P, was es damit genau auf sich hat und was man damit tun kann. Und dann eine ganz kurze Vorstellung der Workshop-Gruppen, die geleitet werden von Marie Günzel, Dirk Kunze und mir, Benjamin Eugster, alle vom D3-Team Deutschdidaktik Digital. Im zweiten Teil wird es um die ganz konkrete Arbeit gehen mit den unterschiedlichen Inhaltstypen, die H5P zur Verfügung stellt. Dafür ist ausreichend Zeit eingeplant, das heißt, es ist wirklich auch vorgesehen, dass Sie selbst mit den Inhalten arbeiten können, damit Sie sich wirklich vertraut machen können mit den Möglichkeiten, die ausreichend Möglichkeiten haben, da auch Rückfragen zu stellen und eigene Erfahrungen zu sammeln. Diese werden wir dann im dritten und letzten Teil zusammentragen und offene Fragen diskutieren, gerade auch hinsichtlich der spielerischen Gestaltung solcher interaktiver Lerninhalte. Vielleicht zum Kontext ganz kurz dieser Veranstaltung. Die findet einerseits statt im Rahmen des fünften Tags der Medienkompetenz von Sachsen-Anhalt, das durch das Netzwerk Medienkompetenz koordiniert und organisiert wird. Es freut uns, diese Gelegenheit zu nutzen, tatsächlich auch das Angebot zu öffnen für externe Interessierte und weitere interessierte Studierende. Zusätzlich dazu findet das Angebot statt in Zusammenarbeit mit dem Projektseminar Lernen spielerisch gestalten, ein Projektseminar zum Game-Based Learning in Schule und Hochschule, das von Dr. Gunhild Berg und René Barth geleitet wird. Ja, und so setzt sich die Gruppe, die jetzt hier ist, zu etwa 50-50 zusammen aus interessierten Studierenden und andererseits weitere interessierte Studierende aus dem Seminar und dann noch eine Handvoll externer Interessierter, die uns besonders freuen, heute hier mit dabei zu haben. Da das Ganze im Zusammenhang mit diesem Seminar stattfindet, vielleicht ganz kurz was zum Hintergrund, wieso H5P als Programm so spannend ist, weil es ist grundsätzlich ein paradigmatisches Beispiel dafür, wie Instructional Design im digitalen Bereich werden kann. Eines der bekannten Konzepte zur Umsetzung von sogenannten solchen didaktischen Design-Konzepten ist dieses ADDIE-Konzept, das basiert auf den unterschiedlichen Stufen, wo es darum geht, zuerst eine Analyse zu machen der Lerninhalte und Lernmethoden, die vermittelt werden sollen, dann den Design, also die Konzeptualisierung, dann die Entwicklung, die Implementierung und die Evaluation erstellter interaktiver Lerninhalte. Heute werden wir uns konkret fokussieren, einfach auf die zwei Punkte, das Design und das Development, also die Konzeption davon, welche Inhalte können wir irgendwie vermitteln mit digitalen Medien, mit welchem Lernmodus können wir das machen. Als übergreifendes Thema hier wäre ja, dass man das so spielerisch wie möglich versucht zu gestalten. Und dann, wenn es dann um die konkretere Umsetzung und Entwicklung geht, geht es dann genau um die Fragen, welche Technologie eignet sich da am besten dafür, welche Funktion nimmt dabei die Interaktion ein und wie können mit dieser Technologie die Inhalte strukturiert werden. Das nur als ganz grober theoretischer Rahmen, weil jetzt wird es relativ schnell technisch und sehr konkret, weil wir uns eine ganz konkrete Form davon anschauen, wie Instructional Design technisch umgesetzt werden kann. Wenn man so ein bisschen rundum schaut und zurückschaut, dann gibt es ganz unterschiedliche Angebote zur Gestaltung interaktiver Lerninhalte. Vor ein paar Jahren war da Adobe Flash zum Beispiel noch extrem verbreitet, aber auch wenn Sie jetzt die Listen hier links und rechts anschauen, gibt es auch zahlreiche andere
Tools und Online-Services zur Erstellung und Verbreitung sogenannter Web-Based-Trainings zum Beispiel oder einfach interaktiver Lerninhalte. Adobe Flash kennen Sie vielleicht eher vor dem Hintergrund. Das Programm und dieser Standard wird seit einigen Jahren von den meisten Browsern nicht mehr unterstützt und ab Ende Jahr wird auch Adobe keinerlei Unterstützung und keinen Support mehr liefern für diese Software. Da in den letzten 20 Jahren aber sehr viele interaktive Lerninhalte mit diesem Programm erstellt wurden, ergab sich da relativ bald mal an vielen Stellen die Frage, wie kann man da weitermachen, welche Nachfolgelösungen könnte man dafür finden. Das heißt, Adobe Flash, goodbye. H5P war zum Beispiel eine der Lösungen, die relativ flexibel umgesetzt wurde, um genau den Platz einzunehmen. Ganz konkret entstand das 2013 als Produkt genau dieses Problems, denn im Auftrag der norwegischen Regierung wurde ein Auftrag gegeben für den neuen HTML5-Standard, ein Konzept und dann eine Software zu entwickeln, die es ermöglicht, genau die Funktion einzunehmen, nämlich eine niederschwellige Einbindung von online interaktiven Lerninhalten auf Webseiten. Daraus ist dann das sogenannte HTML5-Paket entstanden, ganz kurz für H5P. Wenn Sie auf die Webseite gehen, merken Sie relativ schnell, das ist sehr, sehr unübersichtlich. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, ganz viele unterschiedliche Inhaltstypen. Wir möchten Sie gerne heute so ein bisschen durchführen durch diesen Wirrwarr an unterschiedlichen Einsatzgebieten und Umsetzungsmöglichkeiten. Das Spannende daran ist, dass das Projekt immer noch weiter wächst und immer noch neue Inhaltstypen ständig dazukommen. Die Grundfunktionen von H5P sind aber immer die gleichen. Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, die Inhalte gut wiederzuverwenden, da sie als Open Educational Resources meistens mit freien Lizenzen arbeiten. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, die meisten der Inhalte, die wir jetzt anschauen, herunterzuladen, wieder hochzuladen und diese dann weiter zu bearbeiten. Das ist ein Riesenunterschied zum Beispiel zu den in Flash gestalteten Lerninhalten, die so gestaltet waren, dass das finale Produkt nicht mehr weiter bearbeitet werden konnte, sondern nur für das Abspielen und das Nutzen online gedacht war. Dann die zweite Funktion, die Sie unter jedem einzelnen H5P-Element sehen, ist das Einblenden der unterschiedlichen Urheberrechte. Das ist gerade deshalb wichtig, weil man so auch sicherstellen kann, dass man sich auf rechtlich sicherem Terrain befindet, mit allen Inhalten, die man verwendet, die man einbindet, die man weiterteilt und die man auch weiter bearbeiten kann und lassen darf. Und ganz hinten finden Sie die Möglichkeit, jeweils, wie man das einbinden. Sie kennen das vielleicht von YouTube, einfach diesen iFrame-Link, den man nutzen kann, um das zum Beispiel auf der eigenen Webseite, auf der eigenen Lernplattform etc. einzubinden. Wir werden in den einzelnen Workshops bestimmt auch mal in der einen oder anderen Form auf diese Grundfunktionalitäten zurückkehren, da diese wirklich sehr nützlich sind und einen großen Unterschied machen zu anderen Formen des digitalen Instructional Designs, die stärker geschlossen funktionieren als H5P. Das Kernelement, aber mit dem Sie sich heute auch beschäftigen werden, ist der Editor, der dafür vorgesehen ist, alle Inhalte zu bearbeiten, zu erstellen und da allerlei Einstellungen machen zu können. Das ist im Vergleich zu Lernplattformen, die teilweise vor 20 Jahren entwickelt wurden, relativ nutzerfreundlich, Betonung auf relativ. Haben Sie Geduld bei der Arbeit damit, denn alles ist eine Übungssache schlussendlich. Aber wie Sie sehen, es gibt auch Möglichkeiten, sich da durchführen zu lassen. Es gibt auch immer Beispiele, die man sich anschauen kann. Zudem haben Sie jeweils in den einzelnen Workshops auch noch jeweils eine Person, die Ihnen dabei helfen kann, Sie Schritt für Schritt da durchführen kann. Das Spannende an H5P ist, dass es nicht zentral verwaltet wird von einer zentralen Plattform, sondern dass das auf unterschiedlichen Plattformen, das können Sie grundsätzlich auf Ihrer eigenen WordPress-Installation
installieren und da eigene Inhalte anbieten. Es gibt aber einige wenige Anbieter, die das tatsächlich auch schon gerade auch für Bildungszwecke anbieten, wie zum Beispiel das Zentrum für Unterrichtsmedien in diesen Zoom-Apps. Da werden Sie auch noch Beispiele dazu sehen, wo diese H5P-Inhalte gehostet, bearbeitet und erstellt werden können. Ein weiteres niederschwelligeres Beispiel dafür ist das H5P-Einstieg.de. Das ist besonders praktisch dafür, weil Sie sich dafür nicht registrieren müssen. Das heißt, diejenigen, die es jetzt nicht konnten in der kurzen Zeit noch einen Account erstellen oder der Account nicht erstellt werden konnte bei diesen Zoom-Apps, werden sich hier relativ schnell mal ausprobieren können in dem Programm und ausprobieren, welche Möglichkeiten sich da so bieten mit einer ganzen Bandbreite der unterschiedlichen Lerninhalte. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum Punkt, was werden wir uns anschauen in den unterschiedlichen Workshop-Gruppen und damit auch zur Vorstellung der Referentinnen und Referenten von heute. Und da würde ich gerne kurz mal die Günzel das Wort übergeben, um vorzustellen, was die erste Gruppe anschauen wird. Die erste Gruppe wird sich dahingehend ein kleines Lernspiel von Lukas Busch. Das heißt, es gibt eine Funktionalität bieten im Unterricht. Da werden wir auch Beispiele kennenlernen im Deutschunterricht. Es gibt eine ganze Palette dort an verschiedenen Möglichkeiten, mit kleinen im H5P zu arbeiten. Wir werden uns eigentlich genau fünf konkretere Beispiele anschauen, direkt für den Deutschunterricht, und noch weitere Beispiele darüber hinaus kennenlernen, wie man noch kleine Lernspiele herstellen kann. Das können zum Beispiel sein Lernkarten, wie die sogenannten Dialogkarten, oder Wurzelspiele oder auch Bildungsspiele wie Images. You are now unmuted. Ja, ich würde auch übernehmen. Ich bin Dirk Kunze und kümmere mich in der Gruppe 2 um die Form des interaktiven Videos, in dem man eben vorliegende Videos, zum Beispiel über Vimeo oder YouTube, einbinden kann und diese mit interaktiven Elementen ausstatten, sodass man nicht nur ein Video sieht, sondern mit diesem Video interagiert und auf verschiedene Weisen ja, motivierend, nachfragend agieren kann. Man kann genauso eigene, selbstproduzierte Videos hochladen. Allerdings gibt es da Beschränkungen, was das Upload-Kontingent angeht. Das dreht sich jetzt vor allem um Zoom-Apps, die Plattform, auf der ich ein Beispiel erstellt habe, und das es dann in dem Workshop gehen wird. Also es wird um ein konkretes Video, ein interaktives, was ich jetzt vorproduziert habe, gehen, anhand dessen wir durch diese Variante uns hangeln. In der dritten Gruppe wird es darum gehen, dieses relativ komplexe Inhalt, den komplexen Inhaltstypen anzuschauen, der sich Branching-Szenario nennt. Da wird es darum gehen, adaptive Lernpfade zu gestalten. Fancier ausgedrückt werden das Lernabenteuer, aber das hängt natürlich ganz davon ab, wie aufwendig man sowas gestalten kann. Das Spannende daran ist, dass es einen sehr attraktiven und intuitiven visuellen Editor hat für diese Entscheidungs- und Lernpfade und das zudem wie so als Meta-Lerninhalt funktioniert, in dem unterschiedliche bestehende oder unterschiedliche andere Lerninhaltstypen von H5P integriert werden können, wie zum Beispiel interaktive Videos, Slideshows und Bilder, die man dann aber integrieren kann in so einen bestimmten Ablauf. Wenn Sie mehr dazu hören wollen, dann können Sie gerne das bei Gruppe 3 einreihen. Jetzt vielleicht als Frage in das Publikum, das zugeschaltet ist. Wir hatten im Vorfeld eine Liste kursieren lassen mit den unterschiedlichen Präferenzen für die einzelnen Gruppen. Ich glaube, das hat sich insofern relativ regelmäßig verteilt, dass jetzt da nirgendwo zu viele Leute sein sollten. Ich glaube, vielleicht 2-3 Leute von
Thema 1 könnten vielleicht noch überwechseln in eine andere Gruppe, aber sonst ist das relativ regelmäßig verteilt. Gibt es jetzt Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier drin, die jetzt sich noch nicht eingetragen haben für ein Thema? Denn der nächste Schritt wird tatsächlich sein, und noch jemand für Gruppe 2. Sie werden die Möglichkeit haben, sich da direkt einzuklicken. Wir machen das nicht mit einem Breakout-Room direkt, sondern haben zusätzliche Räume erstellt, die Sie dann anwählen können. In den geteilten Notizen finden Sie die Links dazu. Was sollten Sie? Nein, sehen Sie noch nicht. Ich kopiere die kurz rein. Und dasselbe auch im Chat. Achten Sie dabei aber darauf, dass Sie einerseits eben die Gruppe auswählen, wo Sie sich eingetragen haben, dass wir da schön gut verteilt sind. Andererseits, dass Sie, nachdem Sie den neuen Raum geöffnet haben, zuerst diesen Konferenzraum schließen und anschließend den neuen Raum starten, damit es dazu kein Problem kommt mit dem Erkennen Ihres Mikrofons oder der Webcam etc. Bevor Sie das jetzt aber machen wollen, würden wir gerne nochmals fragen, ob es jetzt noch Fragen gibt zum jetzigen Zeitpunkt, die wir klären können vor der Workshop-Pause. Und sonst würden wir uns alle zusammen wieder circa in einer Stunde sehen. Ich warte jetzt noch ganz kurz auf die Fragen. Ich würde ganz kurz noch was sagen. Klicken Sie am besten schon mal auf den Link, den Sie im Chat oder in den geteilten Notizen finden zu dem Raum. Dann öffnet sich ein Tab in Ihrem Browser, in dem Sie zum Betreten dieses Raums eingeladen sind. Und wenn Sie diesen Tab offen haben, können Sie diese Konferenz hier verlassen. Entweder am besten nicht den Tab schließen, den brauchen Sie nachher eh wieder, sondern über die drei Punkte, die Sie rechts oben sehen, können Sie sich ausloggen aus dieser Konferenz. Wenn Sie das gemacht haben, können Sie in dem zweiten Tab oder anderen Tab in dem Raum, in dem Sie den Workshop teilnehmen, an dem teilnehmen, dann beitreten. Falls Sie irgendwo dazwischen rausfallen, wird noch eine Person hier im Raum bleiben. Das heißt, Sie werden da nicht irgendwo stranden. Im Zweifelsfall wählen Sie sich einfach nochmals in den Hauptraum ein. Und wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bin ich gespannt auf die Workshop-Phase und vor allem auf die Ergebnisse, die wir dann später diskutieren werden. Bis gleich.